Hoi hoi, moin Leute, hier ist der Knochen. Heute war ich wieder mal den BT7, ich glaube, ich habe schon ein oder zwei Videos mit dem aufgenommen gehabt. Warum ich den fahre, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber der macht Spaß, ich fahre am liebsten, also ich bin ja nicht so das Panzerass und am liebsten fahre ich so im niedrigen Tierbereich, also bis zum oberen Tier 3, sag ich mal. Fahre ich ganz gerne. Jetzt habe ich mich gar nicht mit der Munition vertraut gemacht, aber ich glaube, das ist ein bisschen produzieren vorher. Wir machen wir mal Alu 30. Selbst das wäre schon zu viel, da bin ich mir sicher, aber schauen wir mal, dass wir nicht vorher abgeballert werden. Bin nach langer Zeit auch mal heute wieder Flugzeug geflogen und das hat richtig Spaß gemacht. Das ist mal ein bisschen was anderes als dieses frustrierende Panzergejucke im, ich sag mal, höheren Tierbereich, so ab unterstes Tier 3. Ob hier wird's ja richtig mies. Und da dachte ich mir, gönne ich mir zur Entspannung mal wieder ein bisschen Auszeit und bin halt dann halt, boah, wieder mal geflogen. Das war ganz nett. Und da stimmt auch wieder die Abschussrate. Aber mit den niedrigen Panzern hier, also im niedrigen Tierbereich, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich werde die anderen auch weitermachen, aber das ist natürlich jetzt ein wirklich ein unsäglich zähes Grinden. Und ja, da geht schon der Spaß. Der bleibt da auf der Strecke, geht halt flöten. Also er ist gar nicht vorhanden, nicht immer, aber es kommt schon häufiger vor. Und gerade mit den amerikanischen Panzern, ich habe ja eine ganze Reihe aufgenommen damit, ist es schon echt heftig. Was man sich da ein abasten muss, damit man mal irgendwas schafft. Und jemand meinte heute, dass die Dinge einfach komplett fragil sind. Und deshalb man damit auch nicht viel leisten kann. Kann ich jetzt nicht wirklich so beurteilen, weil eigentlich bin ich auch mal gut gefahren mit den Amis, aber gut, hier sieht jetzt nicht das Thema hier. Scheiße, ich habe nochmal Glück gehabt, dass ich nicht in die Artillerie gefahren bin, aber ich triff den damit. Sieht nicht so aus. Ich will auch nicht mehr vorfahren, gehen wir von aus. Nee, der wird sich, aber irgendwas qualmt da. Der schießt auch noch. Ich habe ihn getroffen. Wenn er nicht vorkommt, müsste ich hin und ich will erstmal warten. Vorsichtshalber, na, man weiß ja nie. Ich will ja nicht gleich alles riskieren. Also bin ich in letzter Zeit häufiger gefahren und gebracht hat mir eigentlich nichts. Da kommt auch noch was. Ich fällt jetzt gar nicht mehr vor. Irgendwie müssen wir ja mal anfahren hier. Er müsste rausgefahren sein. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wo er sich da aufhält. Aha, ist schon einer am Feuern. Ich werde dem Kollegen hier folgen. Ich habe ein bisschen Artillerie getroffen. Wir werden uns mal Ich werde mal versuchen, mich hier zu verschanzen. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie in meine eigene Artillerie komme. Oder. Ja, ja. Was ist das denn? Wo ist das Schlingel? Mad Max, come on! War da einer? Ich warte kurz ab. Wenn er jetzt irgendwie Treffer abkriegt. Das ist natürlich ein bisschen gemein, aber man muss ja zusehen, dass man sich auch selbst schützt. Oh, scheiße. Das ist halt als Abschusshilfe, immerhin. Puh! Kurva!
ein bisschen knapper, aber geht ja noch ganz gut. Ein Ausweichen an den Kollegen da. Er hat einen Treffer abbekommen. Ich weiß nicht, wo er jetzt hinfährt. Wie sieht es hier mit ihm? Oh shit! Alter! Wie ich das hasse! Wie ich das hasse! Er kommt nicht mehr klar mit dem Leben hier. Motherfucker, Alter! Echt jetzt! Oh mein Gott, mach ihn doch fertig. Ich komm nicht mehr hin, shit, motherfucker! Hab ich eigentlich überhaupt noch irgendwo gesehen? Der hat doch von hinten irgendwie beschossen. Ich werde die ganze Zeit... fuck you up. Mein Gott, wie ich diese Angsthasen hasse. Ich meine... Scheiß drauf. Das hatte ich vorhin oder gestern? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da hat mich einer voll in das Visier von drei feindlichen Panzern geschoben. Einfach, weil er blöd war. Ganz offensichtlich. Und ich dachte mir so, das ist doch nicht dein Ernst, ne? Und nicht mal eine Entschuldigung. Ich meine, ey Leute, man kann sich doch mal nichts entschuldigen, wenn man Scheiße gebaut hat. Ich weiß auch gar nicht, warum der mich so nach vorne geschoben hat. Ich habe einen ins Visier und sehe nur plötzlich, wie alles anfängt zu wackeln und dann kriege ich mit, dass mich einer vorschiebt. Ich dachte, wieso schiebst du? Egal. Da muss man halt durch. Das ist halt ein Spiel, wo halt andere Spieler mitspielen dürfen. Man kann sich nicht aussuchen, wer hier mitzocken darf. So. Das sind ja alles, das sind Flak. Leider hat sich die Flak versteckt. Kommt der hier noch? Nee. Gut. Entfernt sich auch hier. So noch reinkommen. Und was ich auch toll finde natürlich bei diesen Low-Tier-Panzern ist die Geschwindigkeit. Ja, das macht halt richtig Laune noch. Ne? Auch wenn ich jetzt ein bisschen hier verplemper. Aber wir haben ja die Zeit. Noch ein bisschen fliegen. Na, ups. GMC, da war ein GMC. Das ist natürlich vorteilhaft, weil das gute Stück offen ist. Sch, nicht ganz gereicht, egal. Kommt da noch was? Ich werde schon paranoid. Ups! Sorry. Oh, ich kann noch mal rein. Ja, jetzt weiß ich mir aber. Muss noch die Minimap achten hier. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten vom Spawnpunkt kommen werden. Da war da gerade einer. Wow, voll durchgezockt. Hinter mir könnte immer noch einer kommen. So ist es ja nicht. Aber ich sehe, da sind welche auf dem Weg nach vorne. Eventuell auf dem Weg zum Spawnpunkt. Oh. Oder Gott, was? Ich hoffe, er fährt nicht rein. Aber ich habe was getroffen. M2, da ist er.
Scheiße. Ja, auch nichts weiter zu tun hier, oder? Wenn ich nebenbei noch warten kann hier. Yes! Jetzt heißt es am Leben bleiben, am Leben bleiben. Leben ist jetzt das oberste Gebot. Und ein Bomber. Ja, komm, das brauche ich. Ich kann auch rein beim Bomber. Ich bin wieder fahrtüchtig. Ich muss mal zusehen, dass ich irgendwie wegkomme. Das war scheiße. Egal. So, oh yes. Ich hab 4 Bomben, das sollte doch reichen. Eins, zwei, drei, vier, da komm. Nur bin ich sonderlich gut getroffen. Die Bomben. Schade eigentlich. Aber ich habe Treffer abbekommen, sehe ich. Und wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, komme ich jetzt rein und mein Panzer ist weg. Jo! Schade. Das war einfach unüberlegt. Ich habe jetzt blöderweise nicht darauf geachtet, dass ich mich vorher in Sicherheit gebracht habe. Aber man kann ja sehen, er war auch so relativ, oder doch, ja doch, er war recht effektiv. Dass ich jetzt leider schon aus dem Match genommen wurde, war mein eigener Fehler. Ich habe mich einfach zu sehr entblößt verabschiedet dort in das Flugzeug. Aber trotzdem, ich mag den BT-7. Ja, kann man echt nicht meckern. Kann man ihn mengen? Tilio! So, wie sieht's aus? Warum fahre ich jetzt? Das ist der weite Weg hier. Oh! Oh! Also, KI, die schießt auf irgendwas? Irgendwas sehen sie also. Ne, das ist doch keine KI. Sah kurzzeitig aus wie eine KI. Mal mache ich noch. Da habe ich ja leider schon meinen BT-7 verbraucht. Gegnerisches Flugzeug? No, aber da war eine Flak. Beziehungsweise sie ist noch da. Wir gehen Vollspeed rein. Ich hoffe, ich krieg wenigstens einen Killer-Assist hier irgendwo. Aber wenn es gut läuft, ups, holt ihn jetzt aus den Latschen oder er kann nicht reparieren oder was? Was? Die Captain? Nicht unter meinem Kommando. Yep, Abschusshilfe, das war gerade ein Flak. Der Kollege hat nochmal ordentlich Bomben gestreut, gehen wir von aus. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Also wenn, dann wären das einige Abschusshilfen. Ja, da war noch ein Treffer drin. Ich meine, ey, dreimal Artillerie aufgeknallt hat, das ist nicht normal. Ja, aber ich habe trotzdem getan. Juckefinger hier.
wird dann damaged. So, pass auf. Gut. Abschlusshilfe. Bringt auch Geld. Kann man mitnehmen. Und hier schon wieder so wie am Anfang. Ja, so trifft man sich wieder. Man sieht sich auch immer zweimal, ne? So, wir werden cappen. Volle Lotte nach vorne hier. Das ist meine eigentliche Scheiße. Kick auf die Mütze von meiner eigenen Artillerie hier. Da sehe ich gerade nichts. Ja, schade. Den Bonus hätte ich gerne noch mitgenommen hier fürs Cappen. Aber die hatten eh keine Fahrzeuge mehr. Die haben keine Fahrzeuge mehr gehabt? Echt jetzt? Oho. Gut, hätte ich den jetzt verloren, dann hätte ich auch noch nicht nochmal rangekonnt, aber gucken wir mal. Dritter Platz ist nicht so schlecht. Muss ich auch wieder ein bisschen einfriemeln, weil die Panzer, die in letzter Zeit gefahren sind, sind natürlich etwas schwerfälliger, weil sie auch größer sind und natürlich im höheren Tierbereich. Gucken wir mal. Glockenklang. Vier Abschüsse hinter. Auch mit drei abgeschossen. Ähnliche Stats wie ich hier. Nur ein paar mehr Punkte. Hat wohl öfter eins auf die Mütze gekriegt. Ist mutiger nach vorne. Geht mal von aus. Aber ansonsten ist hier nicht viel los gewesen. 15 Abschüsse! Alter Schwede. Du bist ja einer. Kommt man sich ja direkt schäbig vor. Drei Abschüsse. Und fünf Abschusshilfen. 15 Kills. Was ist denn gefahren? Natürlich russisch, was sonst? Aber wir haben es. Ja, gut, er hat ja fast alles alleine gemacht. Ne? Er ist ja schon das halbe Team ersetzt hier. Und bei denen. Die haben ja alle fast. Also wir Top 3 haben ja dieselben Abschüsse wie die, alle zusammen so in der Art. Ne? Naja. Gut. Ich werde noch ein paar weitere russische Panzer jetzt fahren, die ich noch Gutscheine habe. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns dann dort sehen. Und ja, also bis dann. Ciao.